Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4 Nuka World. Wir sind in der Grubco Battle Zone und so wie es aussieht, waren wir hier wirklich noch nicht. Ich habe mir schon mal mein Näslein reingesteckt, um zu gucken. Aber es sieht so aus, als ob hier alle fit, top, munter und frisch unterwegs wären. Hier gibt es nämlich noch Polizeibots, andere Bots, Einheit aktivieren. So. Achtung, die Behinderung eines Strafverfolgungsroboters stellt eine Straftat dar. Okay, die könnten wir alle aktivieren. Da haben wir nur nicht so richtig viel von. Da sie uns ja jetzt alle freundlich gesinnt sind, nachdem wir hier alles umgeschaltet haben. Und ich hoffe, wir finden hier in dem Gebäude noch ein paar von den lustigen Kärtchen, die wir brauchen, um die Powerrüstung freizuschalten. Auf jeden Fall habe ich hier in diesem Kontrollraum, wo wir jetzt rein wollen, schon ein paar Dings zu sehen hier. Eine Rolle Tickets. Also eine kleine Rolle. So eine. Schwamm. Natürlich ist immer alles verschlossen. Cool. Alles meins. Okay, und hier ist kein Ding drin. Nur eine Klappe, die abgefallen ist. Und Tickets. Und noch mehr Tickets. Und eine Kasse. Klebebahnkasse. Schalter Nummer 2. Nuka World. Ich trage zurzeit auch keinen Helm. Ich trage die lustige Corky-Brille. Gott, das ist schlimm. Ich kann mir das nicht angucken. Das ist so hässlich. So, da waren wir. Mitarbeiter only. Das ist genau das Ding für mich. Nur für Mitarbeiter muss ich rein. Da gibt es bestimmt irgendwas Cooles. Das wär's. Oh, eine Treppe nach oben. Dann gehen wir erstmal nach oben. So kann ich arbeiten. Hui. Eins. Toll, jetzt wissen wir nicht, wie viele es hier drin gibt. Wir laufen hier einfach mal so lange rum, bis wir das Gefühl haben, es gibt hier keine mehr. Na, komm jetzt schon. Tada! Ja! Das ist meins. Weil ich nutze doch da. Kampfzone-Schlüssel. Eichhörnchen am Stiel. Wodka. Teddybär in der Schublade. Okay. Ein Pizzatablett. Kontrollraumterminal. Hallo, Kontrollraumterminal. Toll, Posteingänge gibt es hier nur. Und ich dachte, jetzt kommt irgendwas Großes, wo ich was trinken kann, verdammt. Aber jetzt trotzdem einfach was getrunken. Richtig frech. So. Und dann wäre oben erledigt. Sind wir wieder unten. Hi, Protectors. Hallo, Mülleimer. Auf den Tribünen ist auch nicht wirklich viel los. Nachdem wir uns das jetzt oben angeguckt haben, gehen wir runter. Weltraum Waschbock. Waschbock, ja. Wachbot-Auslöscher. Ein Sicherheitstor. Mhm. Da drin sieht es aber nicht sehr sicher aus. Wenn da eine Leiche drin ist, kann das nicht sehr sicher sein. Wie schön. Kein Schloss steht zwischen dem Oberboss und dem, was er will. Na, du arme Sau. Kronkorkenvorrat, dies, jenes. Bot. Können wir die Selbstzerstörung auslösen? Aber nö. Der tut uns ja nichts. Das nehmen wir. Das Kampfzone-Schlüssel nochmal. Ja, hier im Ort sind Waffenvorrat für ein Leben lang. So, noch eine. Ordner nehmen wir auch mal mit. Ich bin bereit, falls du was brauchst. Ich hab irgendwie Lust, dich zu sprengen.
Wow. Hoppla. Das war eine heftige Explosion. Hm, aber nichts Neues dazu bekommen. Tut mir leid. Die Explosion war nicht so gedacht. Doch, eigentlich schon. War auch ziemlich cool. Okay, und wie kommen wir jetzt da in den Kampfbereich? Hey, es geht hier noch hinter die Tribüne einmal. Nö. Laden. Einkaufskörbe. Sicherung. Aber keine Dingskarte, die hier im Regal liegt. Ihr verkauft alles, nur nicht das, was ich brauche. Das ist ein Scheißladen hier. Noch ein Rezept. Ausgezeichnet. Nuka Waywood's Wrapped. Wood's Wrapped. Hey, das gibt's, Boss. Teilen wir jetzt die Beute auf? Ja, du kriegst den ganzen Schrott. Diverses Schrott. Okay, ich muss wirklich alle durchklicken. Das wär's dann schon. Ah, er verkauft auch so eine Karte. Sehr gut. Danke. Kronkorken hat er unterm Tisch noch was. Unterm Tisch verkauft er nichts. Blöder Bot. Gehen wir jetzt raus? Oder? Ich habe jetzt nicht genau gelesen. Verdammt. Oh, mein Rücken ist eine Archifrack. Na, wer fertig, Kumpel? Werd fertig. Kann doch nicht so lang dauern. Außer wir sind jetzt wieder draußen. Okay, wir sind draußen. Toll. Wir waren jetzt nicht im Kampfbereich. Und ich habe jetzt auch nicht mitgezählt, wie viele Dinger wir da drin gesammelt haben. 4? Und wir haben erst 22 oder so eingebaut oder 23 und wir brauchen 35. Da fehlt eine ganze Menge. Also muss da noch irgendwo was zu holen sein, was diese Karten angeht. Hier ist noch eine Tür. Ich will da lang. Ja, wir sind da unten gegangen, anstatt da rein. Geschafft. Ja, geh weiter, Novat. Noch 2. So. Da hätten wir wahrscheinlich den großen Hof fahren können und haben die hier drin gekämpft, so gegeneinander. Also piu, 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 piu. Okay, das ist eine Pseudo-Sicherheitstür. Ja, das auch. Das ist einfach nur irgendwas anderes. Ja, Dekotüren. So wie schon in das Wall, in der Vault. So, da sind wir rein. Die beiden Dinge haben wir auch mit. So, dann gucken wir mal trotzdem ganz kurz mal ins Inventar, wie viele wir jetzt haben. Nachdem wir hier 100 Seiten gescrollt haben. Ich hätte das echt mal aussortieren sollen. Da. 6 haben wir hier drin gefunden. Das sind auch ganz schön viele für so ein kleines Örtchen. Kämpfe und Schlüssel.
Gut. Du bist tot, ich räume mal aus. Ich glaube, hier oben waren wir. Ja. Hier haben wir auch zwei mitgenommen. Dann im Shop eine und dann noch irgendwo eine gehabt. Mülleimer haben wir auch mitgenommen. Da waren nur Tickets drin. Und hier war, das war nach oben. Okay, da drunter haben wir auch nichts. Dann können wir wieder raus. Dann können wir wieder raus. Aber irgendwo müssen ja trotzdem noch welche sein. Ich glaube, frei im Park liegen noch ein paar rum. Irgendwo sind da wahrscheinlich noch Rechner und Kisten und sonst was, wo die sich drin versteckt halten. Die guten, guten Kärtchen, die wir brauchen. Sir? Handy World. So. Nein. Starlight Interstellar Theater. Die Rache des Fischmanns. Empfohlen für Kinder ab 5 Jahren. Das ist eine sehr interessante Alterseinstufung. Für den Titel schon alleine. Die Kinder werden hinterher nie wieder Fisch essen. So, hier waren wir auch, wie es aussieht. Hier sind noch Karten. So, genau, hier war dann das Planschbecken. Souvenirs. Das Ding haben wir rausgerissen. Es ist eine ewige Gesucherei. Dies ist eine interessante, anstrengende Erfahrung. So, hier hatten wir auch nichts weiter. Ich glaube, hier hatten wir schon eine gefunden irgendwo. Oder auch nicht. Ist auch relativ wurstel. Nö, sieht nicht so aus, als ob wir hier was finden würden. Da können wir immer nochmal durch die ganze abgefrackte Geschichte tümpeln ein bisschen. Sanctuary Hills müsste sich eigentlich selbst verteidigen können. Das ist mit einer bestgeschütztesten Siedlung meinerseits. Ein Eimer. Willst du dich damit wirklich abgeben? Ja, ich will mich mit diesem Eimer wirklich abgeben. Der ist ungefähr so intelligent wie du. Nichts, 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 nichts. Nur die Tote. Sprengstoffkiste. Also hier ist bestimmt noch irgendwo was. Ach. Echt? Boah. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir was drin. Da muss noch einer. Wie viele fehlen jetzt noch? Zwei jetzt? Gucken wir mal nach. Ne, sechs. Eins, zwei. Ach, hier vorne. 3, 4, 5, 6. Och Gott. Ich glaube, die sind hier so im Park verteilt. Aber mit dieser unglaublich langweiligen Suche werde ich euch jetzt nicht belasten, denn wir sind auch leider am Ende der heutigen Episode von Fallout 4 in der Nuka World und der Galactic Zone.
haben wir soweit befreit, erobert. Wir suchen nur noch die dusseligen Karten, damit wir unsere Power-Rüstung aus diesem Gefängnis befreien können. Und ich hoffe, das werden wir bald schaffen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Haut rein. Bye, bye.